Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit 4 Updates und 18 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Drehstuhlbauer und Peter für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir mit den Updates, und zwar starten wir mit dem ersten, und zwar ist das das Pera-Pack. Kommt von Universimu Modding, Downloadgröße 165,11 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Inter Bene 27 Spezialedition hinzugefügt, 20th Season, Fehleranpassungen. Das zweite Update kommt für das Paletten-Autoloader-Spezialisierungspaket von Akimobil, Downloadgröße 41 KB, jetzt in der Version von 1.7.2.0 und ist für PC und Mac. Darauf haben ganz, ganz viele gewartet, im Speziellen gerade nach dem Patch 1.4.1.0. Der Changelog sagt, Merkliste der Ladeplätze wird beim Abschalten jetzt auch zurückgesetzt. Autoloader können sich die Paletten nicht mehr von der Ladefläche eines anderen Autoloaders wegnehmen. On AI Field Worker Events implementiert. Spanngurte haben nun eine Verzögerung zwischen Lösen und Anziehen zur Verbesserung der Server-Sync mit Patch 1.4. Auf dem Server 1,5 Sekunden, im Singleplayer 0,2 Sekunden. Rückmeldungen hierzu sind erwünscht. Runtergefallene oder von Hand heruntergenommene Paletten werden jetzt beim Abladen nicht nochmal versetzt. Das dritte Update kommt für das Ermo-Pack von SMI Modding Team, Downloadgröße 26,48 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neues Modell hinzugefügt, Ermo Diablo Spef. Und wir kommen zum letzten Update. Dieses ist für den Lizard LZ45 von Pascal Kautz. Downloadgröße 9,88 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, hinzugefügt Trailer Low Attacher Joint. Hinterachse ist jetzt auch eine angetriebene Achse. Das löst das Problem, wo man beim Absetzen von Paletten präzise sein musste. Die Gabeln verhalten sich jetzt wie zwei Sätze unabhängiger Gabeln. Das bedeutet, dass sich die Paletten jetzt mit den Gabeln bewegen, wenn sie die Gabel teilen und sie dann zusammenschieben können, um Paletten zu laden. Das löst das Problem, dass die Paletten während der Fahrt zusammenkleben. Die erste neue Mod heißt VIP Auftragsmanager. Dieser kommt von Fetti42, Downloadgröße 28 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Der VIP-Ordner-Manager bietet dem Landwirt VIP-Aufträge an, die aus mehreren zu beliefernden Produkten bestehen. Pro Produkt mit expliziter Vorgabe der zu liefernden Menge und des Zielortes. Zusätzlich zum aktuellen VIP-Auftrag kann man auch bereits die nächsten drei folgenden VIP-Aufträge sehen. Es kann aber nur der aktuelle Auftrag beliefert werden. Mit jedem VIP-Auftrag wird der aktuelle Level erhöht und damit auch die Anzahl der enthaltenen Einzelaufträge und die zu liefernden Mengen erhöht und die Erlöse verringert. Auch die im Besitz befindliche Fläche wird bei der Berechnung berücksichtigt. Mit steigendem Level werden auch weitere Produkte berücksichtigt. Da ich selber lieber mit kleinen Feldern spiele, ist die Berechnung hierauf optimiert. Die nächste neue Mod heißt Erhöhter Dieselpreis, kommt von Tamezi, Downloadgröße 11 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Das ist ein Skript, das den Preis pro Liter Diesel auf 2,10 Euro erhöht. Die nächste neue Mod heißt Multi-Purchase Palette, kommt von John Wayne 1930, Downloadgröße 36 KB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diverse Paletten mit Kauf Konfiguration bis zu 8 Stück auf einmal, und zwar für Saatgut, Siliermittel, Pappel, Zuckerrohr, Mineralfutter, Setzling, Epsotop, Flüssigdünger, Patentkali, Mineraldünger. Also diese Paletten können jetzt nicht nur einzeln gekauft werden, sondern können bis zu 8 Stück aufs Mal gekauft werden. Die nächste neue Mod heißt Nächstgelegenes Fahrzeug betreten. Kommt von Fetti42, Downloadgröße 13 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac.
wechselt von der aktuellen Position bzw. aus dem aktuellen Fahrzeug in das nächstgelegene Fahrzeug. Ist zum Beispiel sehr hilfreich, wenn man zwischen dem Mähdrescher und dem Trecker mit dem Anhänger wechseln möchte. Die nächste neue Mod heißt Collect 900 für Zuckerrohr und Pappeln. Diese kommt von Tetti Saturn, Downloadgröße 7,95 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei Schneidewerken, einmal für Zuckerrohr, wiegt 4 Tonnen, braucht 750 PS, Arbeitsbreite 9 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und kostet 120.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Palette hier und die Designfarbe natürlich auch. Das zweite Mehrwerk ist für Pappel, wiegt ebenfalls 4 Tonnen, braucht 750 PS, Arbeitsbreite 9 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit ist 10 km/h. Die Farboptionen haben wir eben gesehen, da die genau gleich sind. Die nächste neue Mod heißt MAN TGX LKW Pack, kommt von HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 73,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser LKW in vier verschiedenen Ausführungen, einmal der 2-Achs- oder der 3-Achs-Ausführung und davon gibt es die 2-Achs- oder die 2-Achs-FL oder 3-Achs- oder 3-Achs-FL-Version. Was der Unterschied ist zwischen der 3-Achs- und der FL-Version, kann ich leider nicht sagen, habe es nicht herausgefunden. Dieser kommt standardmäßig mit einer Leistung von 500 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 490 Liter. 83 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 12,2 Tonnen und kostet 170.000 Euro. Die Aufkleber können gewählt werden zwischen Nein Design 1, 2, 3, 4 oder Nein. Wir nehmen hier mal Design 4. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Nokian Tyres. Die Reifenvarianten gibt es verschiedene Variationen von der 6x4-4 Design 1 bis hin zu der 6x4 Design 4. Dann gibt es Steinschlagschutzgitter, das ist hier vorne. Das ist klar, das ist dieses hier. Reflektorenstreifen, die werden hier hinzugefügt. Das ist einmal ja oder nein. Dann gibt es Rundumleuchten, entweder ja oder Warnbalken oder nein. Dann gibt es Frontblitzer und die erscheinen dann hier. Dann gibt es eine Sonnenblende, das ist ja gewohnt schon von HR Forst und Fahrzeugbau. Das ist diese kleine, die große oder die Spezial. Dann gibt es den Spoiler, dann gibt es hier ja, dann gibt es den mit Auspuff. Dann gibt es die Bulba, die ist natürlich vorne, entweder ja, dann gibt es Design 1, 2, 3, 4 und 5. Dann gibt es die Windabweiser natürlich hier bei den Scheiben hier. Ja oder nein, dann gibt es die Dachbar, ja, Design 1, 2, 3 und Design 4, 5 und zurück. Dann gibt es die Radabdeckung, das ist also hier hinten, ja oder nein. Anhängerkupplungen gibt es Standard, Zug mal hinten, Wechselaufbau, das ist dieser Aufbau, der für die Plattform verwendet werden muss. Da kommen wir dann später dazu oder zurück zu Standard. Dann gibt es den Scheinwerferschutz, natürlich ja oder nein, das ist das hier. Zusatzkühler ist hier hinten, ja oder nein. Sonnenblendenmaterial ist natürlich entweder Plexiglas oder Plastik. Dann gibt es die Fanfare, das ist das hier, ja oder nein. Dann gibt es hier hinten eine Chassisabdeckung, entweder ja oder nein. Die Motorenausführung gibt es die 500 PS, 640 PS oder 880 PS. Seitenbleche, die werden hier hinzugefügt, ja oder nein. Dann gibt es Zusatzspiegel hier oben, das sind diese hier, ja oder nein. Backbar, ja oder nein. Oder mit Licht, das ist diese hier. Dann gibt es das Zusatzkennzeichen, das wird hier hinten angebracht, ja oder nein. Heckleuchten können gewählt werden zwischen Design 1 und wo. Dann Dekoration, gibt es Nein oder Ja, das ist diese Schaufel oder diese Werkzeuge hier. Zufällige Folienfarbe habe ich nicht rausgefunden, was diese bewirkt. Dann gibt es Chassisaufbauabdeckung und zwar gibt es diese Farbeoption hier, Schwarz, Edelstahl, Chrom oder Riffelblech und zwar betrifft das das hier. Spiegelkappen können gewählt werden aus Silber, Schwarz, Edelstahl, Chrom und farbig. Der Kotflügel kann gewählt werden, der Farbe.
Und zwar aus diesem hier. Und das passt sich automatisch, egal was gewählt wird. Kabine oben kann gewählt werden aus dieser Farbpalette von der typischen von HR Forst und Fahrzeugbau. Dann mittlere Kabine kann gewählt werden aus diesem hier. Nehme ich hier mal eine andere Farbe, dass das sich besser unterscheidet. Dann Kabine unten, das ist ja dann klar, das ist dann diese hier unten. Sonnenblende, die kann gewählt werden aus dieser Farboption hier. Die Felgenfarbe kann gewählt werden natürlich aus derselben Palette, das ist dies hier. Und das war's dann zu diesem LKW. Wie gesagt, gibt es zwei Optionen. Die Zweiachs-Version kostet 150.000 Euro standardmäßig. Die Optionen und Konfigurationen sind identisch mit dem, was wir gerade gesehen haben. Dann gibt es den Kranaufbau und dafür ist die Wechselplatte gefragt. Bei der Konfiguration Aufbaufarbe kann gewählt werden aus der typischen Farbpalette, Kranfarbe natürlich auch, sowie die Zangenfarbe natürlich ebenso. Wenn wir in das Cockpit reingucken, das sieht also sehr, sehr schön aus. Also da gibt es sogar ein Croissant, da gibt es ein Donut, ein Muffin und natürlich sehr schön detailliert. Der Klang scheint normal zu sein. Dann mit der linken Maustaste können wir die Aufbauplatte für den Anhänger nach vorne oder hinten schieben. Und das ist also die Fanfare. Das ist die Fanfare, ein bisschen lustig, ist ein Gimmick, braucht man es? Nein, braucht man nicht, aber es ist doch witzig. Dann bei der Lichterkonfiguration haben wir ein bisschen alles eingeschaltet. Dann haben wir einiges da, das wird also sehr, sehr hell da vorne. Und wenn wir die Rundumleuchte einschalten, dann wird es richtig bunt wie an Weihnachten. Wir kommen zum Lizard Forst Pack, das ebenfalls von HR Forst und Fahrzeugbau kommt. Downloadgröße 16,03 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei Elementen. Einmal dem Rückekran mit einem Gewicht von 720 Kilo, braucht 70 PS und kostet knappe 12.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der typischen Farbpalette des HR Forst und Fahrzeugbau. Die Designfarbe natürlich auch. Das zweite Element ist der kleine Forstanhänger, kostet knapp 8.000 Euro und wiegt 3,8 Tonnen. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nukin und Trelleborg. Die Farbpalette ist bei den beiden Optionen genau die, wie wir schon gesehen haben. Wir haben es heute zu tun mit Mods, mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten und dazu gehört natürlich auch der Roadrunner von Mantrit, Downloadgröße 20,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser kommt standardmäßig mit einer Leistung von 790 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 880 Litern, 160 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Gewicht liegt bei 12,3 Tonnen und kostet 142.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Nokian, Continental, BKT, Lizard und Trelleborg. Reifenvarianten gehe ich hier nicht durch, denn es gibt hier eine unzählige Anzahl an verschiedenen Reifenkonfigurationen. Kotflügel gibt es lang Basis, lang Design und so weiter, gibt es also verschiedenste Optionen, entweder bedeckt oder halb dann Hälfte bedeckt und so weiter und so fort. Bullbar gibt es natürlich auch, zweimal ja oder einmal nein. Frontscheinwerfer gibt es groß oben, das sind diese hier, oben klein, dann unten groß oder unten klein. Heckscheinwerfer dasselbe gibt es hier oben groß, oben klein, Kabinenquads verwenden, oben groß. Dann gibt es den Rundumleuchten-Stil, keiner, Design 1 und das geht durch bis Design 8. Die Größe der Rundumleuchten kann gestellt werden zwischen groß und klein. Anhängerkupplungen können hinzugefügt werden, keine. Heckkupplung mit Stift und Kugel, Dreipunkt und zwar vorne oder beides. Scheinwerfer gibt es Schatten und Drehen, nur Schatten, nur Drehen, Basic oder wieder zurück. Auspuffstil gibt es den Flapper, den Ofenrohr gerade und dann den abgewinkelten und wieder zurück zum Flapper. Abgaseffekte gibt es Standard, Weiß, Schwarz, Regenbogenrauch, Regenbogenstreamer und so weiter und so fort. Rot-Orange, da gibt es eine große Farbpalette und es gibt sogar
schwarz, rot, gold. Kühlerlüfter gibt es in Silber, Weiß. Das ist hier drin. Weiß, schwarz, in der Hauptfarbe, in der Designfarbe, keiner oder Silber oder Weiß. Die Motorenausführung, da gibt es den Roadrunner 97 mit 790 PS, die P-Version mit der lastgeschalteten Version. Dann gibt es die 950er manuell mit 950 PS, die lastgeschaltete mit 950 PS, die 950H, die hat dann sage und schreibe 1800 PS, manuell geschaltet. Dann gibt es die P-Version davon, die lastgeschaltete Version. Dann gibt es noch die Triple H, die ist auch 1800 PS. Was hier der Unterschied ist, weiß ich nicht. Dann gibt es noch die Triple HP, natürlich die lastgeschaltete Version. Die Aufkleber, das sind diese kleinen Vögelchen hier, können gewählt werden zwischen alle Schmutzfänger und so weiter. Könnt ihr durchgehen. Und zwar, ich würde mal sagen, gehen wir mit allen. Dann kommen wir zu den Farben. Und zwar, die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Manfred-typischen großen Farbpalette. Dann nehmen wir hier doch mal Chrom-Gelb. Designfarbe nehmen wir mal hier Chrom-Rot. Roadrunner-Aufkleber können wir wählen und dann nehmen wir mal hier Grün. Dann gibt es die Bullbar, die haben wir jetzt nicht dran, also da kann auch einzeln gefärbt werden. Und die Felgenfarbe können gewählt werden, natürlich aus jeder beliebigen Farbe. Also, die Animation ist schon mal richtig gut. Die Tür geht auf und zu. Das ist die Kabine von innen. Da ist der Schlafplatz. Sehr schön, sehr detailliert gemacht. Dann haben wir die Möglichkeit, mit der linken Maustaste können wir das Fenster senken. Mal links mit der rechten Maustaste das Fenster rechts. Dann mit der mittleren Maustaste können wir die Aufliegerplatte verschieben. Die kann damit verschoben werden. Mit beiden Maustasten kann zum einen verschoben werden die Sitzhöhe. Das finde ich schon mal richtig cool. Und dann kann ich auch noch die Sitzposition nach vorne oder hinten verschieben. Das ist richtig cool. Dann gibt es bei der Außenansicht gibt es drei Stufen. Einmal die normale Stufe, dann gibt es noch eine Stufe und noch mal eine Stufe. Das gibt also diese drei Stufen. Dann starten wir mal dieses Monster und wir können schon mal sehen, beim Auspuff gibt es hier tatsächlich schwarz, rot, gold. Dann machen wir mal das Licht an. Seht mal hier, diese ganzen Leuchten. Hier hinten auch. Wunderbar. Dann machen wir auch hier mal die Rundumleuchten an. Das sind halt diese kleinen hier. Die haben nicht so einen großen Impact. Und dann schauen wir uns mal an, wie sich so 1800 PS verhalten. Dann schauen wir mal, ob wir auf die 160 PS, auf die 160 km/h kommen. Platz haben wir genug. Wunderbar, das ist dieser Roadrunner hier. Und wir machen gerade weiter mit einem weiteren LKW. Und zwar ist dies die LS-Serie, kommt von Nassif Modding und Jonas Pons. Downloadgröße 14,93 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einer standardmäßigen Leistung von 380 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 310 Liter, 95 Liter für DEF, 120 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, Gewicht 13,7 Tonnen, Preis 290.000 Euro. Achsenkonfiguration gibt es die 4x2, 6x2 und die 6x4 Version. Zielstreifen gibt es einmal 1, 2 oder 3. Auspuffanlagen hier unten gibt es Anlagen 1, 2 und wieder zurück. Stoßstange gibt es hier Standard oder natürlich noch diese runtergehängte. Luftfederung, ja oder nein. Dann die Hauptfarbe kann aus dieser großen Palette ausgewählt werden. Die Designfarbe kann aus dieser ausgewählt werden und betrifft dieses Teil hier. Der Grill kann natürlich auch noch verändert werden, so wie das hier. Die Kotflügel können auch noch verändert werden. Das ist dann
vorne und natürlich die Kotflügel an sich. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Palette. Ein bisschen schlichter als vorher gesehen, aber doch trotzdem schön. Licht. Und hier kann man mit der Luftfederung kann man hier das Ganze herunterlassen. Oder wieder hoch. Wir kommen zum Lizard 25R4N von MBFS Mods. Downloadgröße 7,38 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kipper-Anhänger mit einem Volumen von 45 Kubikmeter, einem Gewicht von 7,7 Tonnen und kostet 25.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Nokian, Trelleborg, Friedestein und Lizard. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch und das sind auch schon alle Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Straubmann SKD 8001. Dieser kommt von Agrar Modding, Downloadgröße 14,19 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Straubmann mit einem Volumen standardmäßig von 18 Kubikmetern, wiegt 2,6 Tonnen und kostet 10.320 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden zu 2 Drittel, 1 Drittel, Ballenwagen oder Standard. 2 Drittel bedeutet 12 Kubikmeter, 1 Drittel bedeutet 6 Kubikmeter Ladevolumen. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, BKT und Trelleborg. Und das war's dann auch schon zu diesem Straubmann. Wir kommen zum John Deere 2280. Oh, wunderschön. Dieser kommt von Schleudiges Modding, Downloadgröße 15,19 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist das der zweite eigenbetriebene Rasenmäher. Und zwar mit einer Leistung von 80 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 50 Liter, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 4 Tonnen und kostet 14.500 Euro. Konfiguration gibt es Standard oder mit einem Front- oder Heckgewicht. Rundumleuchte gibt es ja oder nein. Dann Antenne ja oder nein. Auspuff, Auspuff groß, Bus 2, klein oder original. Innenraumdesign betrifft die Innenraumfarbe und zwar gibt es hier Original, dann Farbe 1, 2, 3 und zurück zum Original. Filter gibt es Original, kleiner Filter, großer Filter oder zurück zu Original. Spiegel können hinzugebaut werden, hier natürlich ja oder nein. Fenster gibt es helle Tönung, mittlere Tönung oder Original. Dann der Sitz gibt es in verschiedenen Farben, entweder Original, Farbe 1, 2, 3. Oder zurück. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Grün, Gelb und Schwarz und betrifft das Dach. Und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Schwarz, Grün und Gelb und betrifft die Kabine. Dazu kommt natürlich noch das passende Schneidwerk. Wiegt 800 Kilo, Arbeitsbreite 4,5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 3.400 Euro. Die Raspel kann getauscht werden. Von Original zu Haspelholz oder zurück. Und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Grün, Gelb und Schwarz. Weiter geht's mit John Deere und zwar den Cornheaders von Sid Modding. Downloadgröße 6,82 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Maisgebissen. Einmal das 843er mit einem Gewicht von 2,6 Tonnen, Arbeitsbreite 6 Meter. Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und der Preis 28.000 Euro. Das zweite ist das 643er mit einem Gewicht von 1,9 Tonnen, Arbeitsbreite 5,3 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und der Preis liegt bei 22.000 Euro. Sid Modding hat sehr lange dran gearbeitet an dem Twin Screw XBR2. Wie gesagt von Sid Modding, Downloadgröße 29,96 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser sehr bald auch für die Konsolen kommen wird. Und zwar hat dieser Drescher eine Leistung von 306 PS, eine Tankfüllmenge für Diesel von 1220 Litern, Maximalgeschwindigkeit 50 km/h. Kontankvolumen liegt bei 14.100 Liter, Gewicht 18,4 Tonnen und kostet 187.000 Euro. Kontankvergrößerung gibt es Standard Medium Tank, 19.100 Liter in diesem Fall und der Big Tank, das sind dann 29.100 Liter. Dann gibt es die Zahlen zwischen 1 und 19. Schrift Überbreite gibt es hier hinten natürlich
Oversize und das wird auch hier vorne angezeigt. Dann gibt es das CB-Radio, das kommt hier in die Kabine rein. Einmal hier. Strohhäckslerfolie kommt hier hinten dran, entweder ja oder nein. Dann gibt es die GreenStar 3000, gibt es entweder Standard, die ist hier, dann Tablet oder beides. Die Motorenausführung gibt es die 300er Version mit 306 PS, die 350er Version mit 356 PS, die 400er Version mit 412 PS und die 450er Version mit 465 PS. Das Entladerohr gibt es kurz oder lang. Die Lichtkonfiguration gibt es einmal vorne, hinten, am Rohr, vorne und Rohr, hinten und Rohr, vorne und hinten oder alle Lichter. Reifenvariante gibt es die Crawler 30, die 36, die 30-2 und so weiter geht das durch. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb und Schwarz und betrifft den Korntank. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese mittlere Schuppen. Diese kommt von Simon345 und Roggy12PL. Downloadgröße 8,98 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Sind natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Da gibt es zwei Versionen, einmal die grüne oder die weiße Version. Kostenpunkt zum Platzieren 20.000 Euro und kosten 20 Euro Unterhalt pro Tag. Eines ist mir aufgefallen, die Texturierung an diesen Gebäuden ist extra genial. Also wirklich super fein auflösend, super detailliert. Also wenn jemand schöne Gebäude will, dann ist er hier absolut richtig. Auch gibt es hier die Lichtfunktion. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese mittelalterlicher Getreidespeicher von Omatana, Downloadgröße 3,85 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies natürlich zu finden im Baumenü unter Silos. Da gibt es den mittelalterlicher Getreidespeicher, einmal dieser hier, der hat 100.000 Liter Fassungsvolumen. Dann gibt es den hier mit 200.000 Liter und dann gibt es den hier mit 4 Millionen Liter. Dann gibt es noch die Multifruchtversion, das ist dann die kleine hier mit 5 Millionen Liter, der ist dann dieser hier mit ebenfalls 5 Millionen Liter und dann kommt der Turm mit 10 Millionen Liter. 10 Millionen Liter für 10.000 Euro? Wie gewohnt bei Omatana gibt es jedes Nutzgebäude auch als dekoratives Objekt, das sind dann also diese drei Türme hier, jeweils 200 Euro zum Platzieren. Ja, das ist dieses Pack von Omatana. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Zentrallagerpack. Kommt von Kamil Carter, Downloadgröße 6,97 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Silos natürlich auch. Ist ein Palettenlager für alle Standardproduktionen und Standardpaletten. Kostenpunkt zum Platzieren 125.000 Euro, Unterhalt pro Tag 140 Euro und die Kapazität liegt bei 50.000 Euro. Vorsicht beim Platzieren, wenn man das platziert, geht also beim Ladebay die Erde nach unten. Das ist dies hier so. Das heißt, man muss das in Rechnung halten beim Platzieren und entsprechend dann halt hier das Ganze ausnivellieren. Gemeinsam zu diesem Pack kommt noch der Straubmann SEK 802 SL und zwar kommt dieser ganz speziell dazu. In der Konfiguration Paletten selbstladend wird dieser benutzt, also direkt mit diesem Zentrallager. Das sieht dann irgendwie so aus. Passt genau von der Höhe her. Perfekt gemacht, schön gemacht. Und hier kann, wie gesagt, alles an Standardpaletten gelagert werden. Und damit kommen wir zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt diese Rasengittersteine von Piesel, Downloadgröße 0,82 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Dekoration und Zäune. Das sind diese Rasengittersteine hier, werden platziert wie ein Zaun und können auch entsprechend wieder gelöscht werden wie ein Zaun. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Mod-Vorstellungen und andere Inhalte, wie zum Beispiel das Let's Play auf der Krebachwarte verpassen, dann hol dir doch gerne das Abo ab. Es ist Donnerstagabend. Dieses Wochenende habe ich meine Tochter, das heißt, ich werde morgen das Mod-Video nicht machen können, weil ich morgen Abend schon meine Tochter habe.
In gewohnter Manier werde ich dies natürlich am Sonntagabend oder Montag nachliefern. Damit bleibt mir nur noch eines zu sagen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Ruhe, genießt die Familie, genießt vor allem das schöne Wetter. Und dann sage ich nochmal danke, tschüss und hasta luego.